Hi, heute teste ich den Black River Street Kicker. Dann fangen wir mal an. Bei mir war irgendwo ein Fehler, das weiß ich. Also schon mal bei mir zuerst ein Fehler. Hier unten wurde das ein bisschen schief abgeschnitten, abgesägt. Ja, er hat zwei Non-Sliders, also nicht an der Auffahrt, sondern hier hinten. Black River Logo ist da, das eingebrannte, das Sticker da. Nägel sind gut verteilt und stören nicht während dem Fahren. Relativ einfache Konstruktion, ich finde es auch gut gelöst. Ja, die kostet, wo habe ich denn jetzt den Katalog hin? Ah, da unten. Also, der Black River Street Kicker kostet 15 Euro. Okay. An dem Kicker kann man viele Tricks lernen an sich, weil der eignet sich relativ gut für so Dinge. Dann muss man nebenbei bei meinem Freund, bei dem ist der Street Kicker hier oben ganz komisch abgesägt. Das tut nichts zur Sache, aber an dem Kicker kann man viele Tricks. Bei mir kam gerade jemand rein, deswegen der Schnitt. Also man kann an dem viele Tricks lernen. Er ist für Anfänger relativ gut, um auf irgendwas drauf zu gelangen, aber man kann auch falsch denken, weil wenn man jetzt so einen Ollie hier kann, na, wie soll ich das demonstrieren? Ich habe den so eh schon mehr gemacht, aber ich meine, wenn man jetzt einen Ollie so macht, dass man da irgendwie so komisch macht, da kann der kann die Rampe eine große Hilfe sein, weil da kann man gut dann einen Ollie lernen. Für Anfänger bietet sich die anfangs nicht so gut an, finde ich. Naja, einerseits schon, einerseits auch nicht. Man kann da gut Tricks lernen, zum Beispiel Kickflips, auch wenn die jetzt nicht so clean waren. Kickflips kann man gut lernen, weil insgesamt kann man an der Rampe gut lernen, denn man hat schon ein bisschen Auffahrt, und dann ist es auch einfacher zu poppen, weil da ist das Board hier schon schön hoch, weil wenn ich jetzt gucke, hier ist es nicht so hoch, wie wenn ich jetzt hier bin, also vom Winkel her. Und dann kann ich auch besser hier oben dran krachen und komme dann auch besser in die Luft. Also auf dem Boden bzw. Tisch oder so. Ja, ich finde, der lohnt sich. Die Auffahrt ist eigentlich relativ gut. Genau, zwar der andere Fehler, bei mir ist hier die Auffahrt ein bisschen hart. Und hier drüben noch härter. Kann so Fehler geben, klar. Wenn man jetzt Glück hat und man hat so eins, wo das gescheit gelöst ist, hat man Glück. Aber auch sonst, ja, stört es natürlich, wenn man jetzt hier hinten auffährt, trotz dass es jetzt extrem ist. Es wackelt halt ein bisschen. Ja. Ich würde euch die Rampe empfehlen, weil die kaum was kostet. Weil sie einfach ist, man sie überall hinstellen kann. Ja, und jetzt kommen noch ein paar Tricks und das war's dann auch. Ciao.